Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des BAFT Shipyards. Heute beschäftigen wir uns mit der USS Erie, dem amerikanischen Tier 1 Kreuzer. Die beiden Schiffe dieser Klasse wurden 1936 von der US Navy in Dienst gestellt und waren als Flaggschiffe und schwimmende Verhandlungsplattformen angedacht. Am deutlichsten zeigt sich diese Tatsache im Inneren des Schiffes. So besitzt die Erie eine außergewöhnlich große Admiralskabine, zwei zusätzliche sehr komfortable Gästekabinen und sogar ein eigenes Kino fand man an Bord der Erie. Dazu kamen dann noch Sitzungsräume, die ungewöhnlich groß waren für ein so kleines Schiff. Und genau wie angedacht kam die USS Erie dann später hauptsächlich als Transportschiff für höhergestellte Politiker oder Admiräle der US Navy zum Einsatz. Später dann wurde sie auch mehrfach als Rettungsschiff eingesetzt, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, als sie in der Karibik zum Einsatz kam. Hier rettete sie zahlreiche britische und amerikanische Matrosen, deren Schiffe von deutschen U-Booten angegriffen und versenkt wurden. Und genau einem solchen fiel die USS Erie dann am 10. November 1942 selbst zum Opfer. Von einem Torpedotreffer schwer beschädigt lief sie vor Curacao auf Grund. Zwar konnte sie später geborgen und in einen Hafen der US Marine geschleppt werden, dort wurde sie dann aber abgewrackt, weil die Schäden einfach zu groß waren. Das Schwesterschiff der Erie, die USS Charleston hingegen, war noch bis Kriegsende im Einsatz. Danach wurde sie ausgelistet und wurde noch bis 1957 als Schulungsschiff in der Marineakademie genutzt. Im Spiel besitzt die Erie vier Geschütztürme, auf denen jeweils 127 oder 152 mm Kanonen verbaut sind. Doch dazu später mehr. Dazu kommt dann noch eine Luftabwehr, die aus vier Flaglafetten mit jeweils vier 28 mm Rohren besteht. Jetzt aber genug der Theorie, schauen wir uns die Erie im Gefecht an. Die USS Erie ist mit 21 Knoten zwar etwas langsam, aber immer noch ein Stückchen schneller als beispielsweise das japanische Tier 1 Einsteigerschiff. Zudem spielt sie sich sehr wendig und agil. Grund dafür sind vor allem der extrem niedrige Wendekreis von nur 300 Metern und die flotte Ruderstellzeit von 3,7 Sekunden. Und auch in Sachen Tarnung ist sie dem japanischen Konkurrenten voraus und auch allgemein ziemlich gut. Feindliche Schiffe konnten euch ab 8,3 Kilometer, feindliche Flugzeuge ab 3,8 Kilometer sehen. Kommen wir dann aber zu den wichtigeren Sachen. Der Artillerie. Hierbei habt ihr wie gesagt eine Entscheidung zu treffen, und zwar zwischen den 127 mm Geschützen und den 152 mm Nachfolgegeschützen. Die etwas größeren Geschosse der 152 mm Variante verursachen logischerweise mehr Schaden pro Treffer. Im Gegenzug dazu feuern die kleineren 127 mm Geschütze wesentlich schneller. Genauer gesagt, bis zu 12 Mal pro Minute könnt ihr dem Gegner eine Breitseite entgegenschicken. Und noch einen kleinen Vorteil haben die 127 mm Geschütze. Sie sind deutlich präziser. Wir empfehlen euch daher aus mehreren Gründen die kleineren Geschütze. Zum ersten verursachen sie schlicht mehr DPS. Zum zweiten könnt ihr euch die Erfahrungspunkte für die größeren Kanonen sparen. Und zum dritten, etwas subjektiv vielleicht, fühlen sie sich einfach in der agilen Spielweise der Erie besser aufgehoben. Neben der schon erwähnten ultrahohen Feuerrate und sehr guten Präzision haben die Geschütztürme aber noch mehr Vor- und Nachteile. So ist die Reichweite mit 9,6 Kilometer leider etwas kurz geraten. Und auch die einzelnen Treffer verursachen sehr wenig Schaden. Positiv erwähnen sollte man noch die Turmdrehgeschwindigkeit. 20 Sekunden für eine 180-Grad-Drehung sind für einen Kreuzer ein guter Wert. Durch den extrem engen Wendekreis dreht ihr euch feindliche Schiffe hin und wieder trotzdem selber aus dem Zielbereich. Was die Munitionswahl angeht, hier braucht ihr gar nicht über panzerbrechende Munition nachzudenken. Zumindest mit der kleineren Geschützvariante. Die 127 mm Geschosse durchschlagen nicht mal einen Pappdeckel. HE-Munition hingegen sorgt für ordentlichen Schaden und den ein oder anderen kritischen Modultreffer. Und auch wenn es kaum anders zu erwarten war, sei es der Vollständigkeit halber trotzdem erwähnt, die USS Erie verfügt über keinerlei Sekundärbewaffnung in Form von Sekundärartillerie oder Torpedos. Ihr müsst euch also voll und ganz auf eure Hauptartillerie verlassen. Enemy Cruiser sunk.
Kommen wir dann zur Luftabwehr der USS Erie. Diese ist so, naja. Die Reichweite ist mit 2,5 Kilometern nicht so besonders hoch, dafür ist der Schaden ganz okay, wenn die Flieger denn nahe genug rankommen. Alles in allem ist die japanische Luftabwehr der amerikanischen hier überlegen. Und wer die letzten Shipyard-Videos geschaut hat, der weiß, dass das eher selten der Fall ist. Aber deswegen sollten sich Kapitäne der Erie jetzt keine großen Gedanken machen, Flugzeuge werdet ihr mit einem Tier 1 Schiff sowieso eher selten sehen. Und falls doch, naja, dann helft ihr eurem Team wenigstens ein kleines bisschen. Die USS Erie ist ein sehr langlebiges Schiff. Das heißt, es fällt dem Gegner relativ schwer, euch von der Wasseroberfläche zu tilgen. Denn zum einen seid ihr wendig genug, um feindlichen Torpedos mit Leichtigkeit auszuweichen, und zum zweiten besitzt ihr eine Panzerung, die für Tier 1 wirklich extrem stark ist. 90 mm Panzerstahl an den Seiten, 32 mm auf dem Deck und die Kommandobrücke ist sogar mit 10 cm Panzerplatten ummantelt. Hier kommen wahrlich nicht viele Geschosse durch. Geschuldet ist die gute Panzerung natürlich hauptsächlich der Tatsache, dass die Erie zum Transport von hohen Politikern und Admirälen eingesetzt werden sollte. Und diese wollte man gut beschützt wissen. Gemildert wird die Freude über die gute Panzerung allerdings dadurch, dass die Erie über extrem wenig Strukturpunkte verfügt. Nicht mal 10.000 Punkte stehen hier zu Buche und das ist fast die Hälfte von dem, was der japanische Tier 1 Kreuzer zu bieten hat. Dennoch dauert es eine ganze Weile, bis aus der Erie ein sinkendes Stück Metall wird. So, und wie immer zum Abschluss fassen wir auch dieses Schiff für euch nochmal kurz zusammen. Die USS Erie ist ein sehr wendiger, sehr gut gepanzerter Kreuzer, deren Geschütze mit einer hohen Feuerrate auftrumpfen können. Dadurch gleichen sie den recht niedrigen Alpha-Schaden mehr als wieder aus und heraus kommt eine gute DPS. Einziger wirklicher Wermutstropfen bei der Erie sind die wenigen Strukturpunkte. Kommt der Gegner tatsächlich mal irgendwo durch eure Panzerung durch, dann ist relativ schnell zappenduster. Alles in allem ist es ein spaßiges, agiles Einsteigerschiff, an dem man auch schon auf Tier 1 die Unterschiede zu dem japanischen Baum gut sehen kann. Während die Amerikaner auf wendige Schiffe mit hoher Feuerrate setzen, bevorzugen die Japaner eine hohe Durchschlagskraft der einzelnen Geschosse. Und natürlich die später noch kommende Torpedobewaffnung. In jedem Fall aber gilt für die USS Erie dasselbe wie für die IGN Katori, das Schiff macht Spaß und macht Lust auf mehr. Und das war's dann für diese Ausgabe des Buffed Shipyards. Ich hoffe wie immer, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis bald!